Beim Adventsfest der 100.000 Lichter trat Anna-Karina Wojcik das erste Mal seit der offiziellen Trennung von Stefan Meross in einer großen Schlagershow auf. Doch sie war auffallend kurz auf der Bühne. Kein Interview, nicht mal ein Solo-Auftritt. Suhl. Auf den Auftritt von Anna-Karina Wojcik beim Adventsfest der 100.000 Lichter waren die Fans wohl besonders gespannt, war das doch die erste TV-Show nach der Trennung von Stefan Meross. Pikantes Detail. Anna-Karina Wojcik war mit ihrem neuen dort, hinter den Kulissen soll es sogar wilde Küsse gegeben haben. Doch viel zu berichten gibt es von ihrem tatsächlichen Auftritt nicht. Alle Jahre wieder zieht Florian Silbereisen ein Millionenpublikum mit dem Adventsfest der 100.000 Lichter vor die TV-Bildschirme. Und wie man es von dem Schlagerstar gewohnt ist, war die Gästeliste auch dieses Jahr hochkarätig. Auf der Bühne stehen unter anderem Roland Kaiser, 70, Vicky Leandros, 70, Andy Borg, 62, Matthias Reim, 65, Maite Kelly, 42, und Anna-Karina Wojcik, 30. Eigentlich werden die Auftritte von Anna-Karina Wojcik in den Eurovisionsshows von Florian Silbereisen sehr ausgiebig zelebriert. So bekam sie ihren Heiratsantrag von Stefan Meross 2019 beim Adventsfest, die TV-Hochzeit folgte bei Schlager Love Story. Sogar als die Trennungsgerüchte schon im Raum standen, kam Anna-Karina Wojcik nach ihrem Auftritt mit Stefan Meross beim Schlagerjubiläum Ende Oktober noch in einem Interview zu Wort. Jetzt, beim ersten TV-Auftritt nach der offiziellen Trennung von Stefan Meross, bekam Anna-Karina Wojcik beim Adventsfest der 100.000 Lichter am Freitag, 2. Dezember 2022, überraschend wenig Sendezeit. Fans mussten über 2 Stunden auf ihren Auftritt warten und dann tritt die Schlagersängerin nicht mal alleine auf. Anna-Karina Wojcik musste sich das Rampenlicht mit 8 weiteren Schlagerstars, darunter Romy Kirsch, Daniel Sommer und Pauline Wagner, teilen. Nach dem gemeinsamen Auftritt gab es dann nicht mal ein Interview mit Florian Silbereisen. Am Ende kam sie nochmal kurz für das große Finale und einer weiteren Gruppenperformance auf die Bühne. Wollte Anna-Karina Wojcik vielleicht einfach nur die unangenehmen Fragen rund um ihre Trennung vermeiden? Denn davon gibt es momentan genug. Beispielsweise, hat Stefan Meross nun auch schon eine neue? Der immer wieder Sonntags-Moderator zeigt sich jetzt nämlich verdächtig vertraut mit Reality-Star Evelyn Bodecki.